Irgendwas geht bei Tesla vor. Die Daten des Tesla Trucks und des neuen Roadsters sind so unglaublich, dass bei Tesla im Geheimen eine absolut neuartige Batterie- und Ladetechnik entwickelt worden sein muss. Denn mit der bisherigen Technik ist das einfach nicht machbar. Also, wie ist die Lage bei Tesla? Jetzt bei Klicks und Science and Fiction, herzlich willkommen. Immer wieder haben wir hier von neuen revolutionären Batterietechnologien berichtet, höhere Kapazitäten, schnelleres Laden. Was da in Zukunft kommt, ist wirklich bahnbrechend. Wohlgemerkt, in Zukunft. Es wird noch einige Jahre dauern, bis es Wirklichkeit werden kann. Bei Tesla scheint das jetzt aber schon anders zu sein. Der Tesla Truck und der Roadster haben so unglaubliche technische Daten. Das geht nicht ohne eine neue Batterietechnologie. Schon der Roadster hat absolut wahnsinnige Leistungswerte. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden. Irre. Ein Porsche 918 Spyder schafft es in 2,6 Sekunden. Das ist absolut state of the art. Und selbst in der Formel 1 gibt es kaum höhere Werte. Aber bei Tesla in 2 Jahren, 2020. Wow, das wäre noch ja knapp mit aktueller Technologie zu erklären. Sogar 1000 Kilometer Reichweite wären knapp erklärbar mit einem Tesla Akku-Pack, und zwar dem größten mal 2. Und die ersten, die im neuen Tesla Roadster saßen, berichten auch von einer erhöhten Sitzposition, Indiz für ein zweites Pack. Aber auch das ist noch nicht die Lösung. Noch ist da nämlich eigentlich zu wenig Platz unter dem Roadster. Zitat: Das ist heute physikalisch noch nicht möglich. Das sagt Elektroautospezialist Salim Morsi von Bloomberg New Energy Finance. Aber was der neue Truck aber leisten soll, das ist der absolute gigantische Wahnwitz. Ein 40-Tonner mit 800 Kilometern Reichweite. In 30 Minuten soll man Energie für weitere 600 Kilometer nachladen können. Wie bitte? Und der Produktionsbeginn soll 2019 sein, also in einem Jahr. Das ist wirklich unglaublich. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Tatsächlich kann sich niemand diese Leistung erklären. Der neue Megacharger muss 10-mal stärker sein als der bisherige Supercharger. Zitat: Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, sagt Salim Morsi. Das tue ich wirklich nicht. Der Experte vom Bloomberg New Energy Finance ist wirklich überfragt. Dort schätzt man, dass der Tesla Semi eine Batteriekapazität von 600 bis 1000 Kilowattstunden haben muss. Das ist 10-mal mehr als die größte Batterie für den Tesla S im Maximalfall. Mit der heutigen Batterietechnik würde ein solches Batteriepack 5 Tonnen wiegen und mehr als $100.000 kosten. Der Semi soll aber nur abhängig von der Größe des Packs 150 bis $180.000 kosten. Diesel-Lkw kosten nur rund $120.000. Bloomberg sagt, dass diese Daten nicht den aktuellen Industriestandards entsprechen. Viele sind der Meinung, dass das nur mit einem bisher geheimen Fortschritt in der Batterietechnologie möglich ist. Sam Jeffe, Batterieexperte bei Kern Energy Research, dazu: Ich glaube nicht, dass sie lügen. Ich denke, dass sie etwas bei der Vorstellung ausgelassen haben, was erklärt hätte, wie sie auf diese Zahlen gekommen sind. Trotzdem muss man nach der Produktionshölle beim Modell 3, wo viel weniger Fahrzeuge produziert werden als angekündigt wurden, vorsichtig sein. Zwar scheint man bei Tesla langsam die Stückzahlen erhöhen zu können, in der letzten Dezemberwoche wurden 793 Model 3 produziert, aber hier wurde viel mehr versprochen, als dann letztlich möglich war. Es bleibt also spannend bei Tesla. Wenn nämlich wirklich diese Leistungsdaten bei den neuen Fahrzeugen erreicht werden könnten, dann stehen wir wirklich vor einem Quantensprung beim Elektroantrieb. Ab 2019 könnten dann Tagesreichweiten vom PKW mit Verbrennungsmotor erreicht werden. Die Schallmauer wäre durchbrochen und damit stünde auch das Elektroauto vor dem endgültigen Durchbruch. Wenn ihr mit die Ersten sein wollt, die von den aktuellen Entwicklungen erfahren, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, bald nur noch Elektroautos, Technik vor Technologiesprung. Da geht es genau um die Weiterentwicklung der Batterietechnologie. Ansonsten, bis dann, bleibt dran.